RheinTV-Goes EM. Bei der diesjährigen Europameisterschaft in Aachen ist RheinTV Teil der Eröffnungsfeier. Du musst aber ja den unglücklichsten Moment nehmen. Ich glaube, viel aufgeregter ist man, wenn man an dem Tag selbst, an der Veranstaltung selbst dann reinreitet, weil jetzt sind ja noch keine Zuschauer da. Aber ich bin trotzdem schon sehr gespannt, wie er sich anstellt bei dieser großen Kulisse. Insgesamt 16 Reiter, bestehend aus Teamreitern, Webstars und Mitarbeitern, werden am 11. August auf dem Heiligen Rasen ihre Spring- und Dressurkünste demonstrieren. Um sich schon einmal auf das große Ereignis vorzubereiten, durften die Reiter den Heiligen Rasen bereits einmal mit ihren Pferden betreten. Eine große Ehre für Pferd und Reiter. Komm, dann gehen wir einmal rüber hier erstmal in die zwei Kreuze, die nebeneinander stehen. Unterstützt wird das Team dabei von Springreiter Thomas Weinberg. Die Buschreiter, ihr sollt verstärkt die Buschhindernisse springen, weil das Publikum das gerne sehen will mit dem Buschsachen. Angriff auf die Hecke. Genau, bleibt schön dran. So, die Kavallerie hat den Busch erobert. Wir ziehen weiter. Jeweils 8 Reiter in den Disziplinen Springen und Dressur proben die Choreografie vom Einritt über die Lektionen im Viereck, das Springen, das Salutieren bis hin zum Ausritt, damit am Eröffnungsabend auch alles glatt läuft. Beim Reinreiten im Trab sollten wir direkt irgendwie salutieren. Also wir machen so ein bisschen natürlich Theater und wenn ihr dann in der Figur bleibt so lange, ihr dann hier im Stadion seid, der... Sehr schön. Jetzt sind wir natürlich alleine, haben den ganzen Platz für uns. Bei der Eröffnungsfeier werden hier ja, ich sag mal, mikrokosmostechnisch noch viele andere Darstellungen sein, die parallel zu dem laufen. Die Atmosphäre, die kann man einfach nicht üben. Das heute, das hilft schon sehr, einfach um die Kulisse mal ein bisschen kennenzulernen. Und nach getaner Arbeit heißt es Wasser, Marsch!